Kennst du das kleine Land am Mittelmeer, über das die ganze Welt spricht? Helft uns, die Vision des Granatapfels zu realisieren. Werde Teil einer Bewegung, die die Welt verändern wird. Den Anfang wird Griechenland machen. The Pomegranate wird ein ausschließlich veganes Fastfood-Restaurant in Athen sein und ist nur eine Säule einer viel weitergehenden Vision, deren Verwirklichung die Aufgabe einer europäischen Genossenschaft sein wird. Die Vision möchte einen Paradigmenwechsel in der Welt realisieren. Griechenland soll darin Vorreiter sein. Der Paradigmenwechsel wird sämtliche Lebensbereiche betreffen, wie zum Beispiel die Ernährung und Gesundheitsvorsorge, die Schaffung von sich selbst versorgenden Einheiten und Modellen alternativen Wirtschaftens, die flächendeckende Umstellung der Agrarwirtschaft auf eine umweltschonende biologische Landwirtschaft, die Einführung zinsfreier Komplementärwährungen, die Förderung regenerativer Energieerzeugung in Genossenschaftshand, die vollständige Begrünung der Innenstädte und eine Unterstützung der Industrie bei der Umstellung auf umweltschonende Verfahren nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien. Wir machen Griechenland zu einem grünen Utopia. Die Griechen haben Fastfood gegessen, als es den Begriff noch gar nicht gab. Leider ist das vegane Fastfood-Angebot in Griechenland noch sehr gering. Das werden wir ändern. Die vegane Ernährung ist kein Modetrend, sondern die Ernährung der Zukunft. Sie ist eine Bewusstseinsveränderung, welche die Menschheit voranbringen wird. Wir setzen unsere ganze Liebe und Kreativität ein, um Gerichte zu kreieren, die unsere Gäste begeistern werden. Sie werden sich bei uns wohlfühlen und kulinarisches Neuland betreten. Alle verwendeten Zutaten werden von teilnehmenden Genossen ausschließlich biologisch in der Region oder dem unmittelbaren Umkreis hergestellt. Die entstehenden Strukturen werden Menschen eine Beschäftigung und ein sicheres Einkommen ermöglichen. Die dazugehörigen Gartenanlagen und Betriebe werden für alle Interessierten offenstehen. Dabei wird nicht nur bestehendes Ackerland verwendet, sondern auch die Dächer und städtischen Brachen in blühende Gärten verwandelt. Das soll bewirken, dass die Gerichte günstig angeboten werden können. Alle im Restaurant verwendeten Verpackungsmaterialien werden entweder wiederverwertbar oder kompostierbar sein. Die benötigte Energie wird aus Photovoltaikanlagen oder sonstigen regenerativen Quellen kommen. Für den Einzelnen mögen 5 Euro für einen Anteil einer Genossenschaft nicht viel sein, aber gemeinsam mit anderen Menschen können wir die Welt hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern. Natürlich hoffe ich, dass du mehr als nur einen Genossenschaftsanteil kaufst. Das Geld ist keine Spende, sondern eine Beteiligung, die es dir ermöglichen wird, die zukünftige Ausrichtung der Genossenschaft mitzugestalten. Wo immer du auch in der Welt lebst, das Netz ermöglicht, dass du daran partizipieren kannst. Wir sind die erste Generation, die so eine Chance hat. Nutzen wir sie. Für jeden Anteil wird man bereits im ersten Jahr den Naturalwert an Speisen und Getränken erhalten können. Der Anspruch wird nicht verfallen. Die Zeit für das Crowdfunding ist knapp bemessen und deswegen bitte ich dich auch um deine Mithilfe bei der Verbreitung der Idee. Wenn das Ziel von 50.000 Euro erreicht wird und das Restaurant in Athen erfolgreich ist, gehen wir auch an die Realisierung der nächsten Filiale auf der Insel Mykonos oder Santorin. Ich möchte um dein Vertrauen werben. Wenn du weitergehende Fragen hast, stehe ich dir gerne persönlich zur Verfügung. Ich war es satt zu hören, dass man die Welt nicht verändern kann. Deshalb habe ich meinen sicheren Arbeitsplatz als Lehrer in München gekündigt und möchte meine gesamte Leidenschaft der Transformation der Gesellschaft widmen und dabei mitwirken, meine Heimat Griechenland zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube fest daran, dass es auf der Welt noch Idealisten gibt. Ich möchte, dass Griechenland ein neuer Anziehungspunkt für Idealisten aus aller Welt wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen werden.